So, hi, Michael hier zum Teil 2. Wenn du Teil 1 verpasst hast, packe ich dir das in den ersten Kommentar rein. Den Link zu Teil 1, Video 1. Das geht 35 Minuten, das Video. Und wir schauen uns jetzt Teil 2 an. Es geht darum, Affiliate Marketing mit Amazon Nischenseiten für Anfänger. 1000 Euro passiv im Monat. Und deshalb Attacke. Und wir waren jetzt gerade bei der Domain. Ich spule mal ganz kurz ein paar Sekunden zurück. Was ich habe. Ich habe mit privat angefangen. Ihr habt drei Domains. Das ist super, um drei E-Mail-Adressen. Ihr habt unheimlich schnelle Server und ihr könnt professionelle E-Mail-Adressen machen. Also meine E-Mail-Adresse darius@schabani.de. Vielleicht noch eine Idee. Das Paket 10 Euro, 10 Domains. Wenn du wirklich durchstarten willst, du musst die auch nicht sofort registrieren, die Domains. Du kannst eine Domain registrieren und das Paket. Du kannst auch ohne Domain das Paket kaufen. Aber warum nicht 10 Domains? Du willst sofort durchstarten. 10 Euro im Monat. Ey, das ist eine Pizza. Fress eine Pizza weniger, Mann. Die Möglichkeit, dass das möglich ist, liegt an solchen Accounts. Ihr habt unheimlich kluges, schnelles Installieren und ich werde jetzt den nächsten Schritt all das mit euch zeigen. So. Installation, ja, ein paar Sekunden. Also. 2 Minuten ist die Grundinstallation fertig. Also, wenn wir das haben, okay, ich rate euch, sowas zu holen, dann ist der erste Schritt, den ihr braucht, eine Domain. Hier seht ihr, ich habe geplant, Tarek Shabani schon zu holen. Aber gucken wir mal nach was anderem. Keto zum Beispiel. Okay, ich habe euch das gesagt. Du hast ja gerade gesehen, ich finde bei All Inkle die Suche nicht so toll. Deshalb gehe ich ja immer bei United Domains. Du hast das ja auch bei der Domain gesehen, die wir im Teil 1 ausgesucht haben, die noch frei war. United Domains finde ich übersichtlicher, es geht schneller und so. Keto Diät gefällt mir jetzt nicht. Keto abnehmen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Ich würde jetzt überlegen, was geben Leute ein, was klar ist. So. Und ich kann jetzt prüfen, warum ist das wichtig? Google bewertet meine Seite nach Relevanz. Zum Beispiel, ich sage, ich gehe in eine Unternische. Ketoabnehmen.de war frei. Das ist natürlich echt cool. Komm, wir gucken noch einmal. Ist die immer noch frei? Jetzt ist es belegt. Ja, hättest du das Video mal früher geguckt, aber zusammengeschrieben ist es noch frei. .com ist auch belegt. Ist das nicht cool? Also, wie gesagt, hättest du das Video jetzt, auch wenn du meine Videos, du hast die Glocke nicht das war 2019, war das. 31.05.2019. Und jetzt sind die Domains belegt. Also, wenn du mich nicht abonnierst und findest dann keine Domains oder so, oder keine Informationen, bist du selbst schuld. Hey, was ist das? Ich bewerbe Bücher dort, Artikel, was weiß ich. Dann ist das zum Beispiel frei. Ich wette, gucken wir doch Ah, komm, wir gucken noch einmal. Eins will ich noch wissen. Eins will ich noch wissen. Ketoabnehmen.de. Bei Strato hatte jemand registriert. Kein Content. Schade eigentlich. .com auch. War das die gleiche Person über Strato? Ja. Einer hat sich alle Domains wo gesichert. Natürlich clever, aber ja, du hast einfach die Glocke nicht abonniert und hast den Kanal nicht abonniert, die Glocke nicht und so weiter und du verpasst Videos. Du bist nicht in meiner Telegram-Gruppe, selbst schuld. Mal. Wartet, wartet, wartet. Wieder zurück auf die Startseite. Ich wette, Keto, Diät wird vergeben sein. Gucken wir mal. Warum? Weil das wirklich relevant ist, ne? Das heißt, hier seht ihr, da hat jemand gekauft, wird er verkaufen. Das sind Leute, die quasi bekannte Domains kaufen. Mal gucken. Ketodiät.com. So, ne, also das ist das, was ich euch gesagt habe. Jetzt ist die Frage, was verkaufen Sie hier? Aber was auch noch mal ganz cool ist,
Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und geben einfach mal Keto ein. Und dann schauen wir uns einfach mal Rezepte, Essen, Erfahrung, Keto-Diät, Diät, Ernährungsplan, Lebensmittel. Das nehmen wir uns einfach mal. Weil so eine Rezeptsammlung kriegst du auch von Textern ruckzuck geschrieben. Okay, belegt. EU ist noch frei. Net, ja, net könntest du zur Not nehmen. Wenn du echt geilen Content hast. Aber wir gucken noch mal etwas. Keto-Erfahrung. Ein Blog über Erfahrung zu Keto. Da kannst du alles drauf machen. Ne? Du kannst die Produkte, du kannst E-Books. Das Ding ist auch noch frei. Warum ist das so wichtig? Keto-erfahrung.de, pass auf. Das ist ja etwas, das vorgeschlagen wird. Das heißt, die Leute klicken da drauf und du kannst jetzt Keto-erfahrung.de kannst du echt alles draufpacken. .com ist auch noch frei. Sehr, sehr geil, oder? Wenn du einen Blog machen möchtest über Keto, ketoerfahrung.de, Rubriken, Kochbücher und. Ich mag das. Okay, schauen wir mal weiter. Es dauert irgendwie ein bisschen. So. Ja, vermutlich ein Online-Kurs über das Thema. Und ich hoffe, ihr versteht, warum ist das klug, weil diese Seite vermutlich über Keto gefunden werden möchte. Ihr seht das, die haben sich die Domain gesichert, einfach darauf umzuleiten. Es hilft, auf Google gefunden zu werden. Das heißt, das ist der nächste Schritt, den wir gehen. Wir wollen einen möglichst ähnlichen Namen haben. Den würde ich jetzt übernehmen oder bestellen, je nachdem. Ah nein, ich würde den bestellen. Übernehmen heißt, ich hätte die schon, aber die ist ja vergeben. Okay? Das erstmal dazu. Wenn ich das habe, dann ist jetzt der nächste Schritt, dass ich in mein KAS gehe. In mein CAS, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Ja, das ist ein bisschen. Also das Einzige, was bei All Income ein bisschen doof ist, du hast zwei Accounts. Du hast einmal den Account mit den Rechnungen, wo die Domains bestellt werden, und einmal einen Account mit einem anderen Login, wo du dann halt die Software installieren kannst und so. Also das ist ein bisschen, da habe ich am Anfang, warum habe ich jetzt zwei Accounts oder so? Das ist die technische Verwaltung und das andere ist dann halt die Nutzerverwaltung oder keine Ahnung was. Ja, okay. So. Und ich kann hier jetzt, diese Domain wird hier automatisch drin gespeichert unter Domains. Ich will euch jetzt nicht alle meine Domains zeigen. Softwareinstallation. Und jetzt kann ich hier Folgendes machen, unendlich einfach. Einfach sagen, okay, ich installiere WordPress dorthin. Wenn ich das gemacht habe, habe ich 90% der technischen Arbeit erledigt. Das ist das Fantastische an All-Inclusive. Ich kann einfach, die Domain kommt da rein und ich kann sagen, ja, installiere WordPress, 90% der Arbeit. Ich saß früher dort und habe das gemacht und das gemacht. All Inclusive nimmt euch das ab. Okay, ich werde euch den Link auch in die Beschreibung tun, aber ich hoffe, ihr versteht, wie fantastisch das ist. Ja, ansonsten findet ihr das hier, werde ich das alles noch reinschreiben, denke ich. Der nächste Schritt. WordPress haben wir und ihr braucht zwei Themes. Ihr braucht irgendein Template, mit dem ihr irgendwas anbieten könnt. Und ich habe früher alle möglichen Nischenseiten. Also ich habe das, du brauchst eigentlich gar nichts. Dieses Template ist, ich habe immer Gratis-Dinger benutzt. Völlig ausreichend für richtige Verkaufsseiten für dein eigenes Infoprodukt. Da brauchst du dann halt einen Landing-Page-Baukasten oder so. Aber für so einen Blog brauchst du gar nichts, keine weiteren Kosten. Einfach WordPress drauf, fertig ist das. Und auch die Gratis-Plugins reichten oft aus. Ja. Gehabt alle möglichen Nischenseiten, Templates. Und ich kann euch heute sagen, würde ich nicht mehr nutzen. Gleichzeitig, aber hier seht ihr das, wir können uns das ja mal ein bisschen angucken, ist das hier einfach fantastisch, was Online-Marketing-Themes, was Conversion-Focused-Themes angeht. Ihr seht das hier? Ne, das ist eine Seite mit unheimlich großen, guten Call-to-Action-Buttons und ihr habt gleichzeitig unendlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auch nur meine Seite nochmal zu zeigen. So, gucken wir uns das mal an. Dann seht ihr hier meine Seite.
Ich kann euch zeigen, ihr seht das hier so. Passt auf. Das ist, die Leute fragen mich immer, Mensch, du hast eine professionelle Webseite. Ich werde ganz ehrlich zu euch sein. Ich habe früher gedacht, ich erstelle das alles selber. Die besten Conversions, das beste Ding an sich. Habe ich, erkennt man hier eine Ähnlichkeit? Ich will das gar nicht sagen. Das ist einfach klug, das so zu machen. Ja, ich habe es ein bisschen verändert. Aber, okay, es geht darum. Ja, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. So einfach geht das, oder? Ich bin jetzt auch wieder gespannt, sein Design und so, aber echt cool, oder? Dass wir etwas nehmen, was funktioniert, was schick ist. Und das Schöne an solchen Sachen ist, dass es mobile optimiert ist, etc. So. Und das ist das, was ihr auch machen wollt. Ihr wollt euch eine Software holen, die darauf ausgerichtet ist, Dinge zu verkaufen. Und die günstigste, beste Software für eure Zwecke ist eindeutig Zwipe Themes. Und ihr habt jetzt folgende Möglichkeiten. Ich werde euch beide verlinken. Entweder holt ihr euch nur den Zwipe Architect. Da sind die Templates, die Seitentemplates gespeichert. Also wie gesagt, wenn du einen Blog machen möchtest mit einer Nischenseite, brauchst du es nicht. Ganz wichtig. Lass es sein. Für eine Nischenseite, Amazon-Nischenseite, nein. Für eine Landingpage, für zum E-Mail eintragen oder auch dein eigenes Produkt und so. Ja, dann sollst du dir irgendwie so ein Tool holen. Da gibt es mehrere, auch Bilder, alles mittlerweile sehr geil. Aber ich benutze immer noch WordPress. Ende aus, Nikolaus. Das kostet euch einmalig für eine Seite, glaube ich, 70 oder 80 Euro. Oder ihr sagt, ihr bezahlt pro Jahr 200 und das ist das, was ich wirklich jedem rate. Aus mehreren Gründen. Ihr habt unheimlich viele Zusatzdinger. Ihr könnt A/B-Tests machen. Okay, ihr seht das hier, Swipe Optimize. Das heißt, ihr könnt testen, auf welcher Seite klicken Leute häufiger. Das solltest du gerade machen, wenn du Facebook-Ads schaltest oder andere Ads, wo du halt Traffic drauf, der dir echt viel Geld kostet. Für eine Nischenseite Amazon brauchst du es auch wieder nicht, unbedingt. Und dahin. Also er verwechselt jetzt gerade so ein bisschen die Themen. Ja, wie gesagt, Personal Branding-Seite, ja, Infoproduktseite, dein eigenes und so, ja, echt cool. Ja. Und für jeden, der Online-Marketing kennt, der weiß, das ist der Wahnsinn. Okay, ich erkläre euch das nur, damit ihr das versteht. Ihr habt die Swipe Themes inbegriffen. Das heißt, ihr braucht kein Theme mehr. Das waren auch 80 Euro. Ihr habt, was auch wichtig, Swipe Widgets. Das als nächstes. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, alles klar, ich stelle Sachen wie nutzerfreundliche Dinge, dass Leute gleich sagen können, okay, ich interessiere mich für das Thema, zum Beispiel Golfschläger. Ich finde auch Golfschuhe oder Golfhosen. Und das sind einfach unheimlich viele Dinge. Swipe Themes ist gemacht dafür, das schicker zu machen. Und nicht zum Schluss habt ihr ein Exit-Pop-up. Das heißt, wenn ihr die Seite verlasst, das steht jetzt hier nicht, könnt ihr Leuten sagen, okay, pass auf, wir wissen, du interessierst dich für das Thema, hol dir doch das und das noch. All das sind Dinge, die ihr im Gesamtpaket habt. Ihr müsst das für euch entscheiden. Ich will euch da nicht reinreden. Ich weiß noch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist schwierig, am Anfang Geld auszugeben. Auf jeden Fall holt euch Swipe Architect, weil in den Swipe Architect habt ihr, glaube ich, die Themes inbegriffen. Ansonsten könnt ihr die Seiten zumindest einzeln einfügen. Mein Tipp nur nochmal, holt euch das Ganze. So, wenn ich das habe, ich habe mich jetzt eingeloggt, dann kann ich ganz einfach Swipe installieren, okay? Ich hole das, ich will euch da nicht durchführen, das werdet ihr finden. Ne? Ihr könnt dann einfach auf Swipe Dashboard gehen. So, wartet, den Product Manager. Wenn ihr Swipe Architect habt, könnt ihr das installieren. Und gleichzeitig könnt ihr ein Theme installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, ist das automatisch installiert. Okay? Ja, wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht ganz diesen Zusammenhang. Davor war das echt geil bis jetzt, aber das, ja, das musst du nicht haben von der Nischenseite. Das heißt, ich klicke hier, ihr habt das gesehen, das ist active gerade. Ich könnte jetzt hier draufklicken, Install Product. Das sind die Produkte, die ich nutze. Ich könnte auch noch sagen, okay, Install zum Beispiel Ultimatum. So, zum Beispiel, ich installiere das jetzt, dass ihr seht einfach, es funktioniert wirklich einfach. Also ich klicke einfach nur drauf und automatisch ist das Widget installiert. So. Okay, ihr seht, jetzt haben wir es. Und jetzt würde ich eine neue Seite erstellen. Nur, dass ihr einen Überblick habt. Okay? Wir haben jetzt das gemacht. Das ist alles, was ihr braucht. Automatisch habt ihr jetzt so eine Seite. Der nächste Punkt ist, dass ihr eine Startseite erstellt.
Aber er hat zum Beispiel auf seiner Blogseite auch einfach eine statische Seite mit dem Blogartikel, die letzten Blogartikel immer oben. Ja, also wenn du einen Blogcharakter haben möchtest, ist das auch ganz cool, die Blogartikel. Du kannst natürlich auch eine Landingpage bauen mit ganz vielen Produkten und so, aber puh, ja. Ich könnte jetzt hier eine Startseite machen. So, ich werde das aber einfach mal so nennen. Es geht nur darum, dass wir irgendeine Seite haben, mit der wir arbeiten können. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, wenn ich jetzt eine Seite erstellt habe, sieht die bei mir folgendermaßen aus. Das ist eine neue Seite. Jetzt ist die Frage, wie arbeite ich damit? Ich klicke auf Edit with, mein Englisch ist echt grausam, wie einige richtig bemerkt haben. Edit with Thrive Architect. Dieses Thrive Architect ist ja auch voll schwierig. Thrive Themes und... Ey, wenn es was Wichtigeres gibt wie die Aussprache, Hauptsache du weißt, wie es funktioniert und wie du es nutzen kannst. Ja, also wäre auch nicht so schlimm. Wieso Thrive der Wahnsinn ist. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Okay, ihr braucht nur diesen Punkt. Und jetzt könntet ihr arbeiten. So sieht eure Seite aus. Ihr könnt euer Logo eigenständig einfügen. Ich habe nichts geändert daran. Okay? Also ihr seht, das ist eine normale Typbewerbung. Ihr seht jetzt, ich habe die Seite benannt. Und jetzt kann ich hier draufklicken auf Add Element. Okay, ihr seht das nicht. Hier ist ein Pluszeichen. Ich zeige euch das einmal kurz. Ein Pluszeichen, okay? So. Und wenn ich da draufklicke, kann ich einen Content-Block hinzufügen. Und jetzt guckt euch an, wie fantastisch das ist. Seht ihr das? Ich kann hier eine Product. Das kannst du aber mittlerweile mit Bilder oder sogar noch fast ein bisschen besser machen. Und du brauchst keine WordPress-Installation. Du hast die Seite sofort fertig. Bam, bam, bam. Ja. Also dafür empfehle ich dann, wenn du halt einfach nur eine Landingpage brauchst, vielleicht sogar Bilderall mittlerweile, weil du hast auch ein E-Mail-Marketing-System dabei und. Review machen. Gucken wir uns mal an. So, dann können wir sehen, okay, alles klar. Ne, wir können jetzt hier quasi Punkte nennen. Ich kann gucken nach Blogposts, okay, nach Company. Ich kann wirklich alles Mögliche machen. So, eine Sekunde. Blogpost zum Beispiel. Hier seht ihr, ich kann einfach das Ganze organisieren. Und für mich zum Beispiel, wenn ich eine Affiliate-Seite mache, geht es darum in erster Linie, dass ich irgendwas reviewen will. Plus negativ. Ihr seht das, ich habe zig Dinge, von denen ich aus den Templates auswählen kann. Und wenn ihr genau aufpasst, dann seht ihr, dass ich das auch daraus genutzt habe. Also ich arbeite wirklich damit, das ist eine unheimliche Erleichterung. Und nicht nur das. Es sieht fantastisch aus. Und ich will euch das nicht verkaufen. Ne? Der Grund ist nur, ich habe damals immer gedacht, ich kann sparen. Und kauft das über meinen Affiliate-Link. Schickt mir eine Nachricht über Instagram, kauft das über meinen Affiliate-Link. Ich will euch das verkaufen. Nein. Eine Seite erstellt, ich dachte, okay, ich mache das einfach so und ihr habt hässliche Seiten. Aber jetzt guckt euch das an. Ihr habt ein Template von, weiß ich nicht, 500.000 Seiten, auf die ihr zugreifen könnt, in denen ihr solche Pricing-Tables habt. Ihr habt unterschiedliche Seiten. Ihr könntet Schuhe nebeneinander stellen, zum Beispiel ich bei Boxschuhen, und sagen, okay, ne, ich stelle das hier nebeneinander oder so und ich kann positive Punkte nennen, ich kann die Sachen nennen, die sich da auszeichnen. Und ihr seht das, wir haben wirklich unterschiedlichste Dinge. Also ich weiß nicht, wie es bei Thrive ist, aber mit drei Preisen nebeneinander, das ist auf dem Handy manchmal ganz doof, dann sind die dann halt übereinander. Oder du hast den Scroll-Button oder so und dann auf dem Handy und so und siehst nicht alle Preise gleichzeitig und so. Musst du ein bisschen aufpassen. Habe ich auch gemacht bei meinem JetZ Affiliate-System am Anfang drei Preise. Ein richtig teures Ding, aber das sah immer scheiße aus. Vorerarbeitet. Und das sind ein paar Sachen. Ihr könnt weitere Sachen wählen. Ihr seht, dass die Auswahl ist wirklich unbegrenzt. Und deswegen ist es in meinen Augen das optimale Theme dafür. So, aber machen wir weiter. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich will einen Post schreiben. Ich würde eindeutig... So, wartet. Gucken wir doch mal so. Das Wichtigste jetzt, wenn ihr mit Thrive arbeitet, dann ist es unheimlich wichtig, dass ihr Folgendes macht. Und zwar, ihr braucht eine gewisse Struktur. Viele machen einfach und sagen, ey, kauf dieses Produkt, weil das ist ziemlich gut. Und das nervt ich einfach nur. Okay, ihr braucht eine genaue Struktur, ihr müsst wissen, wie ihr irgendwas verkauft. Und nein, anders, das wird sonst zu lang, das ganze Video, wenn ich euch das hier erkläre. Ja, ich glaube auch, also wer nur Zweifel ist ein Tutorial von 2 Stunden oder so, aber okay. Ihr müsst euch überlegen, der erste Punkt, den ihr braucht, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgeschrieben habe, die Artikelstruktur planen, doch, habe ich gemacht.
Also, das heißt, ich würde mich jetzt erkundigen. Okay. Also, das war so geil die erste Zeit und dann auf einmal jetzt lässt er ein bisschen nach. Aber wenn so Videos, dann verliert man manchmal den Faden, habe ich jetzt öfter schon erlebt, dass Videos richtig stark anfangen und dann auf einmal verlieren die Leute den Faden. Sehr merkwürdig. Vielleicht vorher mal einen Zettel machen mit den Tipps und so, wobei er hat sich ja an der Webseite lang gehangelt. Nehmen wir als Beispiel die Keto-Diät. Als erstes würde ich das Problem nennen. Das heißt, jetzt ist noch mal was Cooles. Also, ich bin mir die ganze Zeit während des Videos, ich habe ja gerade hier ketoerfahrung.de. Ich weiß gar nicht, was das zusammengeschrieben ist, was da drauf ist. Ich bin am Überlegen, ob ich die DE-Domain und die .com-Domain schütze. Und Scheiße, ich bin am Überlegen, ob ich das, weil das ist voll der Trend Keto. Und wenn ich dann halt so eine coole Sache habe, hier gibt es auch Keto-Erfahrung. Voll schlecht gemacht. Keine Fotos, also gerade hier keine Fotos, keine Links. Ein paar Blogbeiträge. Ja, Start, Blogpost. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Trotzdem sehr interessant, dass die Domains frei sind. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die gleich sichere. Also wenn die weg sind, vielleicht war ich das auch. Oder sind noch frei, muss da halt gleich suchen. Ich bin ehrlich. Die Boxhandschuhe testen muss ich nicht unbedingt machen, aber Keto ist echt. Bei Boxhandschuhe, weißt du warum? Die Boxhandschuhe sind sehr geil für Amazon und eBay. Und du kannst auch Boxsäcke, kannst ja auch auf die Boxhandschuhe mitpacken, so verwandte Themen oder so. Das empfehle ich dir auch oder so. Aber die Keto, das sind auch E-Books und Videokurse bei Digistore. Ey, pass auf, ich verstehe, du hast zugenommen oder du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will das Problem so gut wie möglich beschreiben. Wenn Leute nicht wissen, dass sie ein Problem haben, kaufen sie nicht. Mein Artikel hier muss so ein bisschen sowas wie eine Nadel ins Bein sein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Mein Artikel muss aber das Ganze beschleunigen. Muss das Gefühl geben, okay, was du machst, ist Kacke. Nein, falsch. Also es kommt darauf an, wie du die Leute hinholst. Na? Zum Beispiel die drei besten Bücher zum Keto. Zum Beispiel gehst du jetzt hin und guckst du halt, was suchen die Leute? Zum Beispiel suchen die halt diese Top 10 Bücher. Oder Top 3. Das suchen die Leute ja. Der Blogbeitrag richtet sich, das ist das Keyword. Das ist die Unterseite und du sagst, hey Leute, hier sind die Top 10 Keto-Bücher und so weiter. Und dann machst du eine Auflistung. 1, 2, 3, 4, 5. Und in diesem Text, das ist dieses Haupt-Keyword. Wie auch die Seite heißt, wie die Überschrift heißt. Meine Top 10 Keto-Bücher, Empfehlungen. Oder auch Bestseller, Empfehlungen. Kannst du auch noch da reinmachen. Keto-Bücher, Empfehlungen. Keto-Bücher kostenlos und so weiter. Und das machst du. Und dann machst du diese Auflistung der Bücher von Amazon. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt hier bist, guckst du auch noch mal bei Keto rein. Und dann machst du dann auch noch mal. Warum habe ich da? Wo ist es weg? Was gibt es denn so Keto? Also Stoffwechseldinger gibt es auch, Keto-Burn und so. Ne? Und dann sagen die, hey, die besten Supplements, die besten Bücher und so, machst du Top 10 rein zum Beispiel. Ne? Das macht zum Beispiel Sinn. Ne? Oder Keto. Kochen, Kochbuch. Amazon. Kochen, Kochkurs, Keto-Kochkurs. Ist das Hauptkeyword, dann nennst du die Seite auch so und dann sagst du hier die drei besten Keto-Kochkurse, Videokurs 1, Video 2, 3, was für Vorteile und.
Und das ist das Hauptkeyword. Danach optimierst du die Seite zum Beispiel. Und dann suchst du dir halt weitere Sachen. Ne? Zum Beispiel auch Shop, Keto Shop. Und. Ne? Ist Keto Shop noch frei? Okay, guck mal hier. Die Domain ketoshop.com. Wenn du Dropshipping machen möchtest oder so, du kannst sie kaufen für 853 Euro. Und dann ist es deine. Die ist schon registriert. Und wenn du in Österreich bist oder ketoshop.net, ist eigentlich auch ganz interessant, weil du kannst da wieder alles draufhauen. Ja? Aber wie hat die Struktur? Du machst immer dann halt die Keywords, machst dann halt hier die Top 3 Produkte oder so. In dem Fall, weil er hat ja drei Produkte ausgesucht, ne? Und nicht ein Produkt. Ja? Oder du suchst dir halt einen Produktnamen raus und machst dann die Erfahrung. Ja? Also zum Beispiel, wenn du dann halt hier hast, wie heißt sowas? Ernährungsplan, Startup, Keto, bla bla bla. Jochen Schweizer, Gutschein. Du kannst auch Partnerprogramm von Jochen Schweizer reinpacken, ne? Keto-Kochkurs, Facebook, Stern. Ich glaube, da kommst du sogar noch ganz gut rein. In den Suchergebnissen, so wie ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe. Schauen wir mal weiter, was er uns noch alles sagt. Aber das ist die ersten Beiträge, machst du einfach Top-10-Listen, Top-3-Listen, die drei besten Kurse, Kochen, Keto, bla 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 da rein, diese Keywords in verschiedenen Kombinationen oder so. Und dann passt das auch, ne? Und die Fotos auch optimieren und dann hast du eine Auflistung, warum dieser Kurs gut ist, Preis-Leistung, Videos und so weiter oder nur Papierform. Und dann machst du ein Ranking mit den drei Produkten. So, und ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Was ich hier wirklich versuche, ist den Leuten zu zeigen, ey, das Problem, das du hast, ja, das gibt es. Und das was hier auch geht, ach, noch eins, ich habe wieder volle Ideen. Keto, Buch, es gibt ja Bücher. Die .de ist auch noch frei. Und dann, wenn die noch besetzt ist oder schon besetzt ist, kaufen. Ja, aber Keto Buch. Was war das jetzt? Kurs? Keto Kurs? Ja, die .com ist noch frei und so. Also es gibt genug in der Nische noch frei und das ist auch eine geile Nische, weil darüber reden viele und das ist auch echt so ein bisschen trendig mittlerweile. Ja. Das ist wirklich schlimm. Und nicht nur das. Als nächstes ist Agitate. Ich will das Problem schlimmer machen. Okay, ich will sagen, pass auf. Durch das Abnehmen ist es so, dass du sagst dir vielleicht, dass... Nee, würde ich auf diese Seite nicht machen mit den Top-Produkten. Ich würde wirklich sagen, hey, warum diese Produkte gut sind und ich würde da auf diesen, würde ich das nicht schlechter machen, auf diesen Beitrag, ehrlich gesagt. Ist okay, aber du schränkst dich in deinem Alltag ein. Okay, jetzt bleiben wir bei der Keto-Diät. Ich würde weitere Beispiele nennen. Ich würde wirklich versuchen, alles, was mir einfällt, deine Beziehung, du bist selber unsicherer dadurch, dass du zu viel Gewicht hast, sodass du mit deinem Partner nicht gut umgehst. Das würde ich auf eine Landingpage machen, wenn du dein eigenes Produkt hast oder nur ein Produkt verkaufen willst und dann auf dieses Produkt, aber nicht auf Top 3 Produkte. Na, Ranking 1, 2, 3, du willst ja diese drei Produkte verkaufen und die Unterschiede, welches besser ist und so. Würde ich auf diese Seite nicht machen. Das würde ich wirklich, das, was er jetzt sagt, macht Sinn, wenn du dein eigenes Produkt hast. Merkwürdig, okay. Jetzt, was könnte ich noch sagen zu einer Keto-Diät? Ihr könnt mit überlegen, aber so würde ich das aufbauen. Ich würde das agitaten und dann würde ich... Aber es gibt unheimlich viele Lösungen. Und zwar in meinen Augen die beste ist Keto. Oder du weißt, dass es Keto ist, das könnte ich überlegen. Zolf. Und lass mich dir jetzt Bücher zeigen, die erfolgreich sind und die in meinen Augen die besten sind, die dich auf dem Weg begleiten. Zum Beispiel. Oder E-Books. Oder was auch immer. Okay, aber jetzt biete ich den Leuten eine Lösung an. Aber jemand, der nach den Keto-Büchern sucht, weiß das, dass es schon gut ist und so. Und sucht ja einfach nur nach Büchern und will dann eine Kaufentscheidung haben. Deshalb finde ich das ein bisschen doof. Jemand, der auf deine Seite kommt, nach dem Keyword Keto-Bücher zum Beispiel, wenn das jetzt dein Dings ist, weiß der, dass Keto gut ist, er will einfach nur eine Kaufentscheidung für die Bücher. Und du musst den einfach nur sagen, hey, dieses oder dieses. Und dann musst du den einfach nur auf den Link zu Amazon und was der dann dort kauft, ist dann egal. Finde ich. Jetzt erstmal. Aber... Ja, das kommt auf die Keywords drauf an. Aber du musst jetzt nicht noch sagen, dass das Keto gut ist und das und das und das und das.
Weil je nachdem, wie der Traffic ist. Wenn du natürlich irgendwie Traffic einkaufst und jemand fragt, hey, wenn der Blogbeitrag natürlich so ist, hey, was ist Keto? Oder so. Na? Dann, zum Beispiel hier, warte mal. Was ist Keto? Das sind einfach, das sind Blogbeiträge. Was ist Keto-Diät? Ja? Und so weiter. Da macht es Sinn, dort halt nochmal drauf zu gehen und dann ein Produkt zu promoten und dann halt das, dein Videokurs oder so. Aber ja, aber zum Beispiel nicht bei Top-Listen oder so von 3 Produkten oder so. Dann hast du ja schon, der hat eine Kaufabsicht und will ein Keto-Buch kaufen und du gibst einfach nur Content, welches Keto-Buch du empfiehlst. Und warum du welches Keto-Buch empfiehlst, das gehört da rein und nichts anderes. Ey, kann sein, dass er recht hat, kann sein, dass ich recht habe. Mach dir dein eigenes Bild, wer recht hat. Das heißt, Problem, Agitate, Solve. Entschuldigt mein Englisch. Und jetzt kann ich das Ganze machen. Was würde ich machen? Ich würde das Produkt vorstellen, kurz beschreiben. Kaufen. Okay, ihr könnt das ganz einfach hier machen. Swipe, das ist auch das Schöne. Ist. Ich würde nicht kaufen machen, es sei denn, du hast das sofort auf dem Warenkorb. Das hört sich so an, ah, die Leute klicken nicht so gerne auf den Kaufbutton. Aber mehr erfahren oder jetzt Produkt genauer anschauen oder so. Und dann gehen die auf die Amazon-Kaufseite und können sich das nochmal durchlesen. Wenn da sofort kaufen steht, klicken da weniger Leute drauf. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, ich könnte noch einen Kurs verkaufen oder ein Coaching. Also wenn du mal ein Coaching haben willst von mir oder so, hol dir ein Coaching bei mir. Wenn du das leisten kannst, ja. Also ihr könnt alle ein Coaching bei mir kaufen, ne? Stunden-Coaching, mein Jetset-Affiliate-System. Da gibt es echt geilen Content. Und auch, ja, 8-Wochen-Programme und. Einfach bei mir melden. Instagram. Frontend-Editor. Das heißt, ich kann sagen, dein Diätbuch 3. Irgendwie hässlich damit. So, jetzt kann ich hier einfach ein Bild einfügen. Ihr seht das hier, Product Image. Ich kann mir jetzt wirklich überlegen, was ich damit mache. Also ich könnte das replacen zum Beispiel. Ich könnte sagen, okay, ich nehme ein Video da rein. Ich kann den ganzen Artikel so strukturieren, wie ich das möchte. Aber das ist wirklich fast alles, okay? On-Page-Optimierung. Ich will euch nicht nur damit alleine lassen und sagen, ihr schreibt einen Artikel. Ich will euch noch 3-4 Dinge geben, die wichtig sind zu verstehen, wenn man Artikel schreibt. Ich habe mich damals damit beschäftigt und das Ganze läuft ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip. Das bedeutet, es gibt gewisse Dinge, die euch den größten Return und Investment bringt, die den größten Erfolg. Ach ja, und hier dieses Anmelden und Feed und Kommentare und WordPress.org. Löscht das bitte sofort raus. Das ist das Erste, was ich mache, das aus den Widgets da rauszulöschen und so. Ja? Und ich ändere die Anmeldeseite mit einem Plugin. Erzähle ich dir alles im Jetset Affiliate-System, warum ich das mache und so. Aber bei den meisten Seiten habe ich dann, kommst du nicht über WP-Admin oder Login oder so rein. Das ändere ich immer. Umso weniger Hackerangriffe hast du. Mit sich bringen. Und ich habe natürlich auch ein Plugin, also wenn sich jemand zum Beispiel 2 oder 3 Mal anmeldet, je nach Webseite, wirst du gesperrt, wird die IP-Adresse gesperrt für 60 Minuten, 60 Stunden oder, weil sonst hast du das, wenn du das alles nicht machst, hast du tausende Anmeldungen in der Minute auf einmal auf deine WordPress-Installation und irgendwann hacken die das und du hast dann Anmeldungen mit allen möglichen Benutzernamen, weil die wissen ja noch nicht, welchen Benutzernamen du hast und dann tausende in der Minute. Deshalb mach das sicher. Ich zeige dir im Jetset Affiliate-System, wie ich das mache. Das heißt, lasst mich euch das zeigen. Wenn ihr euch diese Seite anguckt, dann werdet ihr Folgendes sehen. Überschrift, manche Dinge fett gedruckt, keine langen Absätze. Also Überschrift H1, H2, H3 Überschriften und. Ja, ganz cool. Okay, manchmal sehe ich Leute, die schreiben, so wartet, hier sind wir. Die schreiben diesen Artikel. Okay, das ist auch wieder Kacke. Sag das doch einfach, was du machen möchtest. So. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich will es trotzdem verdeutlichen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Okay, jetzt seht ihr es hier. Ne, die würden einfach hier so einen ganzen Artikel schreiben und keiner hat Lust, sowas zu lesen. Also es kommt darauf an, wenn du das für die Suchmaschine auch mal, also der muss mittlerweile schon guten Content haben, nicht nur für die Suchmaschine schreiben, aber du musst ja natürlich auch erstmal 2, 3 Abschnitte mit Keywords machen und so.
Und das finde ich jetzt noch gar nicht so schlimm, wenn da natürlich noch Komma drin ist und so und vielleicht mal was dick geschrieben und so. Das wird noch gehen. Aber halt natürlich 3000 Wörter untereinander ohne, ja, ohne mal ein Bild, ohne einen Button und so. Aber das würde noch gehen, weil Google will natürlich auch ein bisschen Text haben. Es kommt darauf an, wie die Konkurrenz in deiner Nische ist. Da musst du dich dran richten so ein bisschen und ja. Ja, es gibt Produkte, da kannst du halt mit einfach mit 50 Wörtern ranken. Auf Platz 1, weil es keine Konkurrenz gibt, großartig. Und dann musst du halt bei anderen wieder 3000 Wörter schreiben. Lesbarkeit ist eine der wichtigsten Sachen für Google. Fett gedruckt. Kurze Absätze. Neuer Satz. Bullet Points. Unterüberschrift. Bullet Points. Bilder. Das Ganze nennt sich On-Page-Optimierung. Und es wird immer wichtiger. Ihr müsst euch vorstellen, jemand kommt auf eure Seite. Ihr wollt klar machen, worum es geht. Amazon Affiliate Einnahmen, das Wichtigste ist die Überschrift. Geld. Ob er die Rechte hat an dem Foto? Oder ob er Sponsor ist? Das ist doch der MMA-Fighter oder so, der Ire. Geld verdienen mit einer Amazon Affiliate Seite. So, wie kann ich Geld im Internet verdienen? Das hätte ich vielleicht besser machen können, aber wie gesagt, ich habe das gestern geschrieben. Ich hoffe, ihr seht, worum es geht. Was eine Amazon-Affiliate-Seite nicht ist, wie lange habe ich für meine Nischenseite gebraucht, meine Arbeit war nicht umsonst. Ihr seht, ich versuche das Ganze zu strukturieren, eine Sache durchzuplanen und das so zu machen. Und das letzte ist Off-Page-Optimierung. Die verändert sich in letzter Zeit immer mehr. Da hat er recht. Social Signals spielen eine Rolle. Wie häufig wird euer Artikel auf Facebook geteilt, auf YouTube? Wie viele Leute kommen über YouTube? Meine Boxseite wird immer größer. Dadurch, dass ich so viel YouTube-Aufrufe habe. Meine Einnahmen haben sich dadurch gesteigert, weil ich einfach den größten YouTube-Kanal habe und Leute dadurch auf meine Boxseite geklickt haben. Ich hoffe, das Ganze ist für euch verständlich. Ich werde euch mehr Informationen verlinken. Außerdem werde ich euch, lasst mich kurz gucken, mein Template für eine hübsche Seite auch mit verlinken. Das heißt, ich hoffe, euch hilft das Ganze. Und okay, es ist zu Ende. Ja, okay. Zuletzt war es so ein bisschen verwirrender und so und ich bin ein bisschen anderer Meinung, obwohl das ja noch gar nicht so alt ist, das Video. Ist ja vom letzten Jahr. Ja, also wie, es kommt immer drauf an. Landingpage, eigenes Produkt, Blog oder. Das sind schon unterschiedliche Nischen. Ja, Autos sind auch nicht Autos. Es gibt ein VW, es gibt ein Ferrari und es gibt halt LKWs, die auch Autos sind eigentlich. Also so ungefähr ist es dann auch. Und ja, wenn du mehr wissen willst, abonniere meinen Kanal. Hey, unten packe ich dir auch gerne dann nochmal meine Telegram-Gruppe rein. Und komm in die Telegram-Gruppe, da poste ich auch immer wieder interessante Sachen. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.